Herzlich willkommen in diesem Video zum Plexus brachialis. Die Fasern des Plexus brachialis entstammen aus dem Cornu anterius. Hier sitzen zahlreiche Alpha-Motoneurone, die eben dieses Cornu sehr prominent machen und so, dass man makroskopisch auch die sogenannte Intumescentia cervicalis sehen kann. Diese schicken dann ihre Axone raus über die Radix anterior, und Radix bedeutet ja Wurzel, also wir haben eine Struktur, die einem Baum entspricht, also eine Wurzel, ein Stamm und also verschiedene Äste. Wenn wir das jetzt nochmal auf die Spinalnerven, auf die Segmente hier übertragen, dann haben wir am Anfang Radix anterior und Radix posterior, die zusammen den Truncus nervi spinalis bilden. Und besonders wichtig ist jetzt für uns, für den Plexus brachialis, der Ramus anterior. Also im Zuge der Embryogenese verflechten sich diese Rami anterioris zu einem Nervengeflecht. Dadurch, dass die Myotome in die Extremitätenknospe wandern und ihre Innervation mitnehmen. Den Plexus brachialis kann man darüber hinaus in eine Pars supraclavicularis, also oberhalb der Clavicula gelegenen, und eine Pars infraclavicularis, also unterhalb der Clavicula gelegenen Anteil unterteilen. Im Folgenden soll es erstmal um die Pars infraclavicularis gehen. Die Pars infraclavicularis des Plexus brachialis lässt sich leicht zeichnen, indem man C5 bis TH1 von oben nach unten aufträgt und dann drei waagrechte Striche macht und C5 und C6 und C8 und TH1 verbindet. So hat man im Grunde schon die Trunci des Plexus brachialis in einer Zeichnung vereint. Und zwar haben wir Truncus superior aus C5 und C6, wir haben Truncus medius aus C7 und Truncus inferior aus C8 und TH1. Durch die vorhin angesprochene Embryogenese und die Wanderung der Myotome schließen sich jetzt die Divisiones an, also weitere Verflechtungen von diesen Trunci. Da sich jeder Truncus in einen anterioren und einen posterioren Anteil aufspaltet, haben wir drei Divisiones posterioris, die dann im späteren Verlauf den Fasciculus posterior bilden. Und wir haben drei Divisiones anterioris, die später auch für die Innervation der ventralen Muskelkompartimente, also der Flexoren, zuständig ist, während die Divisiones posterioris für die Extensoreninnervation verantwortlich ist. Dann sind wir auch schon bei den Faszikeln angekommen. Diese werden relativ zur Lage der Arteria axillaris beschrieben, und zwar einmal in einen lateralen Faszikel, der lateral der Arteria axillaris liegt, einen medialen Faszikel und jetzt hier nicht mehr sichtbar der posteriore Faszikel. Aus diesen Faszikeln gehen dann auch schon die terminalen Nerven hervor. Diese werden wie folgt eingezeichnet, und zwar macht man einmal dieses M. Das stellt hier die Radix lateralis dar und hier die Radix medialis des Nervus medianus. Und man spaltet einmal noch den Fasciculus posterior mit diesem Abgang hier auf. Dann trägt man von oben nach unten Marmu ein. Marmu steht für Nervus musculocutaneus aus Fasciculus lateralis, Nervus axillaris und Nervus radialis aus dem Fasciculus posterior, Nervus medianus aus Fasciculus lateralis und medialis und der Nervus ulnaris aus dem Fasciculus medialis. Das sind aber nicht die einzigen Äste. Es gibt auch noch direkte Äste aus den Faszikeln. Und diese sind aber auch leicht zu merken. Da hat man einmal auf der lateralen Seite den Nervus pectoralis lateralis vom Fasciculus lateralis und das Pendant dazu den Nervus pectoralis medialis auf der Seite des medialen Faszikels. Dann kommen noch direkte Hautnervenäste aus dem Plexus brachialis. Das ist einmal der Nervus cutaneus brachimedialis und der Nervus cutaneus antebrachimedialis. Diese beiden versorgen die Innenseite des Oberarms sensibel. Und genau, dann schließt sich noch der Nervus subscapularis an. Dieser besteht aus drei Nerven. Der obere und der mittlere und der untere, und der mittlere wird auch Nervus
thoracodorsalis genannt. Da kann man sich leicht die Innervation merken, weil dieser Nerv, der Nervus thoracodorsalis, den Nervus latissimus, den Musculus latissimus dorsi innerviert. Kommen wir nun zur Pars supraclavicularis. Dazu habe ich auch das Rückenmarksegment C4 noch hinzugefügt, da die ersten beiden Nerven auch aus C4 noch Fasern erhalten. Genau hier sieht man wieder das vereinfachte Schema und der erste Nerv ist der Nervus dorsalis scapulae. Dieser geht aus der Radix hervor und erhält Fasern aus C4 und C5. Der Nervus suprascapularis geht aus dem Truncus direkt hervor, aus dem Truncus superior und erhält Fasern aus C4, 5 und 6. Und der Nervus subclavius, der aus C5 und C6 Fasern erhält und für den Musculus subclavius die Innervation darstellt. Der letzte Nerv unseres Videos ist der Nervus thoracicus longus, der aus C5, C6 und C7 Fasern erhält. Vielen Dank, dass du dir dieses Video angeschaut hast und ich hoffe natürlich, dass die nächste Prüfung zum Plexus brachialis jetzt ein Klacks wird. Falls du noch Fragen hast, kannst du diese auch gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten würde ich mich riesig freuen über ein Abonnement oder ein Like. Bis dahin, auf Wiedersehen.